Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, Freunde. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Der Vlog beinhaltet so ein bisschen Ausmisten. Das war der letzte Ramadan-Tag. Ich habe euch mitgenommen beim Kochen von meinem letzten Iftar und euch so ein bisschen Step-by-Step gezeigt, wie ich das gemacht habe. Auch da wollen die sich Küsschen geben, ne? Och ja, ihr werdet so geliebt und ihr liebt euch so. Auf jeden Fall wollte ich mal wissen, ob Mrs. Attention, Mrs. Attention. Auf jeden Fall würde mich mal eure Meinung interessieren, ob euch das so gefallen hat. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und außerdem ist mir so ein kleiner Fail passiert. Meine Kamera ist mir versehentlich runtergefallen. Das heißt, der Part, der jetzt eigentlich kommen würde, der ist weg. Ich habe nämlich so ein bisschen noch geblockt gehabt, aber das ist einfach weg. Es tut mir echt leid. Deswegen geht es jetzt einfach so los mit dem Vlog. Aber wir wünschen euch viel Spaß. Friends, ich habe eine Neuigkeit bekommen, die ich euch unbedingt vorstellen möchte. Kaya Cosmetics x Mentos. Was ist das bitte für eine coole Collab? Ich durfte sie schon austesten, aber ich habe sie jetzt nochmal in der Verpackung bekommen und ich finde, die Verpackungen sehen zum Anbeißen aus. Bitte fang einfach mal an mit Fresh Cola Lip Oil und Leute, die riechen einfach auch so lecker. Das hier ist jetzt einmal Fresh Cola. Ihr seht, das ist so ein bisschen bräunlicher. Pretty, oder? So, dann machen wir direkt mal weiter mit Grape. Hier so ein bisschen in die lila Richtung. Dann haben wir einmal den Geschmack Fruit. Der sieht so aus. Das ist wirklich einfach so soft auf den Lippen. Und als letztes haben wir Mint. Das ist sozusagen so ein Clear Oil mit so ein bisschen Mintgeschmack. Liebe ich auch, wenn man so ein Clear Oil einfach mit einem Lip Liner trägt. Richtig nice. Good job. Eine richtig coole Collab, von der man das, glaube ich, nicht so erwartet hätte. Mentos, einfach richtig cool. Da gab es übrigens eine Mentos-Packung dabei, die habe ich schon längst verschlungen. Aber gut. Hello, Freunde. Ich habe die letzten Tage mich damit beschäftigt, ganz schön viel auszumisten in meiner Wohnung. Also ich habe wirklich 8 volle Säcke mit Klamotten. Das ist sehr, sehr viel. Und ich habe so jeden Tag so ein bisschen gemacht. Und jetzt geht's weiter. Damit auch die Zeit ein bisschen schneller vergeht, mache ich das jetzt. Ich kümmere mich heute um meinen Badezimmerschrank, weil da sind sehr, sehr viele Haar-Essentials drin, die ich tatsächlich gar nicht alle benutze und auch nicht benutzen kann. Deswegen sortieren wir da ein bisschen, machen da ein bisschen ordentlich, weil ich zeige es euch einfach mal. Bitte erschreckt euch nicht, ja? Sowas kann passieren. Hier ist so ein Drama drin. Wir fangen einfach mal an. Hier ist mein geliebtes Eco-Gel. Ich habe übrigens mal in so einem Video gesehen, dass man das mit Wasser sozusagen wieder nachfüllen kann. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob das wirklich funktioniert, weil dann mache ich das mal, weil es wäre viel zu schade. Das ist jetzt schon halb leer, bisschen mehr als die Hälfte. Und wenn ich das dann wieder mit Wasser füllen kann, spart man sich einige Euros, ne? Dann haben wir hier noch meine Sleek Zopfbürste. Die behalten wir natürlich auch. Das ist wirklich meine Favorite Bürste. Die sollte ich vielleicht mal waschen. Das sollte ich mal in Angriff nehmen. Aber ja, die habe ich aus dem Afro-Shop. Und die kann ich euch sehr empfehlen. Dann haben wir hier noch meine normale Bürste. Die ist von Evelyn, glaube ich. Ja. Und ja, einfach gut für den Alltag. Die behalte ich auch. Dann, Freunde, haben wir hier dieses gute Ding. Und ich sag euch, ich habe meine Haare noch nie damit gemacht, weil ich mich gar nicht so richtig rantraue. Beziehungsweise ich glaube, dass ich zu doof dafür bin. Aber so schnell kann das ja eigentlich gar nicht sein. Und ich möchte das wirklich unbedingt mal ausprobieren. Soll ich mal wirklich in Angriff nehmen, das zu benutzen. Deswegen behalte ich das auch, weil ich habe das noch nie benutzt. Und dann haben wir hier ein Red Carpet Hairspray von Nusha. Das behalte ich wahrscheinlich auch. Oh Gott, ich sehe es schon kommen. Kontaktlinsenwasser hatte ich mal, weil meine Freundin früher so oft bei mir übernachtet hat und die Kontaktlinsen getragen hat und immer ihre Lösung vergessen hat. Aber das brauche ich nicht mehr.
Dann habe ich auch noch so eine Sleek-Bürste von Ebelin, aber ich muss sagen, die vom Afro-Shop ist viel, viel besser. Die ist zwar auch gut, aber die andere ist besser, aber trotzdem halt irgendwie. Oh Gott. Das hier ist mein Favorite Hairspray von Redken. Das riecht enorm gut und hält auch sehr, sehr gut. Das mir auch. Dann haben wir einmal ein Dry Shampoo von Olaplex. Das gefällt mir auch. Oh Gott, Leute, ich will nicht wissen, wie alt dieser Loving Tan Selbstbräuner ist. Der kommt auf jeden Fall weg, aber das ist einer meiner Lieblings-Selbstbräuner. Loving Tan, Kaya Cosmetics und ja, doch, die beiden sind meine Faves. Die kann ich euch wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Dann haben wir hier so eine Rundbürste von Nusha, die ich mir mal bestellt hatte. Ich kann damit eh nichts anfangen, ehrlich gesagt, weil ich das nicht kann. Deswegen kommt ihr leider weg. Das hier ist einer meiner Favorite Lockenstäbe. Der ist von Hot Tools. Den benutzt der Diego auch immer. Ich kann meine Haare zwar nicht so gut machen, wie der Diego das immer macht. Aber ja, ich behalte den, weil der ist gut. Und der ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube 50 Euro. Ich finde, das ist eigentlich gut für so einen guten Lockenstab. Und dann haben wir hier so ein Glätteisen von Cloud9. Das hatte ich damals geholt, weil meine Friseurin das damals benutzt hatte. Und das ist eigentlich echt gut. Aber ich glaube, ich habe so viele Glätteisen. Ja, das brauche ich dann auch nicht mehr. Mein geliebter Airstrap, ohne den geht, glaube ich, gar nichts mehr. Der wird auch auf jeden Fall behalten, Leute. Der ist so gut. So, so gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieses fette Teil hier, das das Ganze irgendwie voll schwer macht. Aber kann man nichts dran ändern, ne? Hairbag von ColorWow. Brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Hier, das ist so ein Täschler gewesen. Für den Lockenstab von Hot Tools. Aber brauche ich auch nicht. Diese Bürste behalte ich auf jeden Fall, weil die ist von Dyson und die ist auch sehr gut. Also das hier hat früher meine Haare gerettet. Unter anderem dieses Redken-Produkt hier. Ist so ein Leave-In. Treatment und das ist so, so gut. Als ich so richtig kaputte Haare hatte, habe ich das immer nach dem Duschen reingetan und das ist unfassbar gut. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich schon abgelaufen, aber ich habe noch mehrere davon. Deswegen kommt es leider weg, aber das Produkt ist super. Hier, ich habe mir nämlich auch ein Glätteisen von Hot Tools bestellt, weil ich die Marke einfach so gerne mag. Das behalten wir dann. Hiermit föhne ich mir immer meine Haare mit dem GHD-Föhn. Ja, das auch seit Jahren und ich liebe den. Das ist noch eine weitere Bürste und zwar ist das so eine Lockenbürste. Das heißt, wenn ihr euch Locken macht und die auskämmen wollt, dann benutzt ihr so Bürsten, um eure Locken nicht kaputt zu machen. Und die ist von Diego. Die ist absolut nice, deswegen würde ich die auch natürlich behalten. Wusstet ihr, dass Dyson solche Clips hat? Das heißt, wenn ihr eure Haare macht und es hiermit wegklipst, dann entstehen keine Dellen und so. Die sind sehr nice und die halten so krass. Das hier ist auch einer meiner Lieblingslockenstäbe. Den bekommt ihr bei Amazon. Das ist die Marke Comair. Das hat auch damals Melina einmal benutzt, als sie meine Haare gemacht hat. Und der ist so gut. So, so gut. Der kommt auch mit verschiedenen Aufsätzen. Also gib das mal auf Amazon ein. Der kostet, glaube ich, auch 50 Euro mit 5 verschiedenen Aufsätzen oder so. Den kann ich euch auch auf jeden Fall sehr empfehlen. Und den habe ich seit ungefähr 5 Jahren. Den Lockenstab hier mag ich auch sehr gerne. Der ist von Le Melange. Le Melange. Ich hoffe, ich habe das gerade richtig ausgesprochen. Aber ihr seht, die kann man so richtig dünne Locken mitmachen. Und die sehen eigentlich sehr nice aus. Die haben auch verschiedene Aufsätze. Haarbänder. Schwarze Haarbänder. Kann man wirklich immer gebrauchen. Ich suche die auch immer. Aber gut, dass ich sie gefunden habe, ne? Ich glaube, die sind von DM. Die bekommt ihr bei DM. Die sind auch eigentlich sehr gut von da. Diese Tools hier auch immer nice to have für Sleek-Frisuren. Vor allem hier zum Beispiel kann man sich so diese, wie heißen sie nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine, machen. Die habe ich damals einfach bei Shein geholt. Ja. Und das hier brauchen wir. Das ist dieser Dream Coat. Wenn ihr glatte Haare tragt, dann kann da wirklich Wasser drauf kommen und dann passiert dann gar nichts. Ja, das behalten wir natürlich auch. Das ist auch sehr nice. Das ist so ein Styling Wax Stick von BB. Jetzt zeige ich das mal. Kann man einfach so drüber gehen, ne?
Und das ist dann halt wie so ein Gelersatz. Ich muss eben meine Haare waschen, ne? Aber das ist sehr geil. Ich habe sehr lange gesucht nach diesem Produkt. Und finally gefunden. Mit Zellenwasser sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja. Nee. Welleneisen, always a good option. Nehmen wir und behalten wir. Ich muss dann auf jeden Fall mal sauber machen, da ist irgendwas ausgelaufen. Und den hier muss ich auch behalten. Das ist der L'Oreal Steam Pot. Der glättet halt eure geföhnten Haare mit ohne richtige Hitze, sondern mit Wasserdampf. Das hier ist auch nochmal so eine Art Hairspray. So, und der Rest, der jetzt noch hier übrig geblieben ist, den versuchen wir jetzt einmal ordentlich und schön wieder hier rein zu tun. Hier ist jetzt nämlich alles leer, aber das muss ja wieder hier rein, ne? Ich habe gerade ein neues Paket von Lounge erhalten, Leute. Wie nice ist dieser Zweiteiler? Ich lebe ja gerade in Jogginganzügen wieder. It's that time, wo es nicht so richtig warm und richtig kalt ist. Vor allem in Köln schwankt das Wetter wieder so heavy. Aber ja, ich gehe jetzt einkaufen für den letzten Ramadan-Tag, für das letzte Iftar-Essen. Und ich habe Bock auf Nudeln mit Burrata. Das machen wir. Nichts Aufwendiges. Vielleicht mache ich dazu noch Bruschetta, weil das sehr lecker ist. Und ich zeige euch das später dann, wenn ich koche. So, also ich bin wieder zu Hause, back vom Einkaufen. Und ich kam einfach mit so einer Überraschung wieder nach Hause, weil Laura mir ein Aid-Geschenk gemacht hat und es vor mir in die Tür gelegt hat. Ich habe es jetzt schon ausgepackt, weil ich nicht wusste, dass es ein Aid-Geschenk ist, aber sie hat mir einfach so ein süßes, rosanes Oberteil geholt. Dann wahrscheinlich die passende Hose dazu, so pretty. Dazu auch nochmal so ein rosanes Oberteil, das ist richtig special. Kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und Süßigkeiten. Oh mein Gott, die werden heute Abend gefetzt. Eclipse. Oh, das ist so toll. Ich freue mich so sehr. So süß, Leute. Also wirklich, schätzt das. Versucht euren Freunden oder euren Liebsten immer mal wieder so kleine Überraschungen zu machen. Es muss jetzt nichts Teures sein oder so. Aber dass sie einfach wissen, hey, die denken an mich oder keine Ahnung, whatever. Ich fand das einfach so, so süß. Das hat mich gerade so unfassbar glücklich gemacht, wirklich. Also, ja. Danke an die Masel. Ich zeige euch jetzt mal kurz meinen Einkauf. Ich habe mir für das Bruschetta Tomaten auf Kurs geholt. Dann habe ich mir Bananen geholt, weil ab morgen darf man ja wieder frühstücken. Und ja, dann mache ich mir immer gerne eine Frühstücksbowl. Mozzarella. Von der Futter auf Kurs. Mhm. Pizzateig. Dann haben wir Burrata. Damit möchte ich heute nämlich das Abendessen machen, die Nudeln. Erdbeeren. Die sehen echt schön aus, ne? Richtig yummy. Parmesan für die Bruschetta obendrauf. Da seid ihr auch schon direkt da, wenn ihr das Knirschen hört, ne? Dann habe ich hier Sucuk geholt, weil ich möchte Pide machen. Das habe ich bei diese zwei gesehen. Und dafür braucht man eigentlich nur Sucuk, Pizzateig und Mozzarella. Und dann hat man schon deren Pide. Darauf freue ich mich. Vielleicht mache ich das mal morgen. Gurken, denn ich liebe Gurken als Snack. Und ich mache heute einen richtig nice Gurkensalat. Müllsäcke zum Ausmisten. Brauche ich noch welche? Ich habe keine mehr. Dann die geilsten Nudeln überhaupt, Leute. Probiert die mal aus. Nicht die von Barilla, sondern die sind unfassbar lecker. Und ja, es schmecken einfach nur bombastik. Dann haben wir einmal Knoblauch für Bruschetta. Und zu guter Letzt Ariel. Waschmittel. Ja, das wurde. Ich war gerade duschen, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt schaue ich die Ochsenknechts. Weiß nicht, ob ich die Einzige bin, die das so toll findet. Aber ja, das schauen wir jetzt. Und nebenbei fange ich schon mal mit dem Salat an. Ja, dafür braucht ihr eigentlich nur Salat und eine Gurke. Die Soße, die kriege ich auch später, die ist eine 10 von 10. Aber das hier brauchen wir jetzt erstmal dafür. So, Gurken sind jetzt geschnitten. Der Salat wird gerade gewaschen. Ich warte noch mit der Soße, damit das nicht zu matschig wird. Das heißt, so eine halbe Stunde vorher mache ich dann die Soße. Wir machen jetzt weiter mit unserem Bruschetta und dafür waschen wir erstmal unsere Tomaten. Dann nehmen wir uns Knoblauch raus und wir nehmen eine Knoblauchzehe und mixen das dann sozusagen zusammen. So, das kommt dann alles in so eine kleine Schale rein. Das würzen wir jetzt aber mit Salz, Pfeffer und 2 Esslöffel Olivenöl. Mischen das. Und das kommt jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank. Okay, wir brauchen die Soße. Und die
geben wir jetzt einfach mal direkt hier in die Salatschüssel rein. Ich habe ein bisschen viel gemacht, deswegen könnt ihr da auch gerne ein bisschen mehr Soße reintun. Fügen wir Maggi hinzu. Das ist der Game Changer, Leute. So lecker. Etwas Salz. Und auch hier ein Schuss Olivenöl rein. Das Ganze verrühren wir jetzt. Ist ein bisschen blöd, dass ich das nicht probieren kann, aber wird schon schief gehen. Vertraut mir, Freunde, probiert diese Soße aus. Die hat wirklich, also jedem, die ich die mal gemacht habe, und das Rezept habe ich, by the way, von meinem Papa, jeder liebt es. Eigentlich kommt da noch ein Schuss Kondensmilch rein, aber das habe ich halt nie hier. Schaut es euch an, das sieht doch einfach nur sexy aus, oder? Ja. Das kann jetzt schon mal auf den Tisch. Das ist fertig und es geht halt so schnell. Also, das liebe ich einfach nur. Okay, Nudeln sind fertig und jetzt kommen wir zu der Soße. Da benutze ich immer die hier, Pesto Rosso. Leute, das ist die geilste Soße ever. Ich benutze, by the way, immer sehr gerne zu viel Soße, weil ich Soßen liebe. Deswegen benutze ich jetzt hierfür auch 2 Packungen. Damit es einfach so richtig schön creamy wird und das vermischen wir jetzt erstmal. Das sieht dann so aus. Super, super delicious. Und das würzen wir jetzt aber noch ein bisschen mit Chili, weil ich das sehr, sehr gerne scharf mag. So, und das lasse ich jetzt einfach noch ein bisschen köcheln, damit das warm bleibt. Eine Stunde später sieht unsere Bruschetta-Mischung so aus und es duftet herrlich. Deswegen schneide ich jetzt einmal mein Baguette und lege das drauf. Ich habe jetzt diese kleinen Baguette-Stücke auf das Backblech gegeben und bestreiche die jetzt so ganz bisschen mit Olivenöl. Dann werden die knuspriger. Also wirklich ein bisschen aufpassen, weil letztes Mal hatte ich zu viel benutzt und waren die zu hart. Deswegen, ja. Und das kommt jetzt einmal für 10 bis 15 Minuten in den Backofen rein. So, die Baguette sind aus dem Ofen und jetzt kommt eigentlich nur noch diese tolle Mischung hier drauf. So sieht das dann aus, Leute. Unfassbar gut riecht es und es wird auch noch leckerer schmecken. Und jetzt kommen nur noch so Parmesanstückchen drauf. Die Nudeln mit der Burrata sind jetzt auch fertig. Da kommt jetzt auch nur so ein bisschen Olivenöl rein, so wirklich minimal. Und ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Und das war's dann auch schon. And that's the final dinner look. Ich hab so Hunger. Das war's auch schon, meine lieben Freunde, mit dem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und einen lieben Kommentar. Und dann würde ich sagen, hoffentlich sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich wollte die ganze Zeit schon einen Mukbang drehen. Ich komme einfach nicht dazu. Aber Leute, ich habe eine richtig geile Idee und das möchte ich euch auch im Mukbang erzählen. Ich glaube, da würdet ihr euch auch drüber freuen. Deswegen, ja, seid mal ein bisschen auf Instagram aktiv, falls ich euch nach Fragen für den Mukbang frage, dass ihr die auch stellen könnt. Und genau, dann bis nächste Woche. Tschüssi!